zu einem neuen Video von mir. Wir haben Freitag und ich dachte mir, ich könnte vielleicht einen Weekend-Vlog mal wieder drehen. Ich zeige euch ja normalerweise immer so unter der Woche, aber jetzt nicht, dass ich irgendwas Cooles geplant habe für dieses Wochenende. Nicht wirklich, aber ich dachte, ich nehme euch trotzdem mal mit. Sieht echt noch ganz schön fertig aus, weil ich gerade aufgestanden bin. Ich habe jetzt aber Uni. Übung habe ich heute. Jetzt heute Morgen Werbung habe ich, also Arbeitstechnik-Werbung, so ein Seminar. Ich fähig aus. Da gehe ich jetzt hin. Das ist meine einzige Uni-Sache, die ich für heute habe. Die Woche war so entspannt. Wirklich, weil wir halt Feiertag hatten zweimal. Also Dienstag war Feiertag, Mittwoch hatte ich komplett frei. Gestern hatte ich auch noch eine Sache und heute habe ich noch eine Sache. Also, so kann es weitergehen. Ich habe mir gerade einen Tee gemacht in meiner Thermoskanne heute zum ersten Mal. Und den nehme ich jetzt noch mit. Und vom Outfit her habe ich jetzt auch... Okay, meine Wäsche steht hier. Und mein Looks. Es ist einfach nur schlechtes Wetter und ja, ich ziehe jetzt noch meinen schwarzen Mantel an und dann geht's los. Ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Es ist so eklig am Regnen. Ich habe keinen Regenschirm mit, natürlich, weil ich besitze keinen Regenschirm. Ja, durch Hunger. Ich gehe jetzt schnell nach Hause, hole meine Einkaufstasche und dann gehe ich einkaufen. Dieses Wetter, Leute, es ist einfach so schlimm. Ich kann es nicht. Ich mag es nicht. Ich will nicht. Ich will in den Sommer, in die Sonne. Es ist einfach nichts für mich. Dabei regnet es echt selten in Wien, muss ich ehrlich sagen. Im Vergleich zu da, wo ich herkomme, regnet es hier nie. Jetzt noch eben schnell mit dem Friseur vorbei, weil, oh mein Gott, es wird Zeit, dass ich wieder zum Friseur gehe. Ich muss mir echt meinen Ansatz mal wieder neu machen und auch ein bisschen Spitzen schneiden. Beim letzten Friseur, wo ich meine Haare gefärbt habe, war ich nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich fast geheult hatte nach dem Friseur. Ich bin nicht so eine Person, die wegen sowas heult. Aber ich war so unzufrieden mit der Farbe einfach. Deswegen war ich so, I'm not gonna go there again. Ja, jetzt probiere ich mal einen anderen aus, den hat meine Mitbewohnerin mir empfohlen. Jetzt will ich aber erstmal hingehen und fragen, wie teuer das überhaupt ist. Ich weiß, es wird immer teuer bei meinen dicken Haaren. Es dauert gefühlt ewig. Aber ja, deswegen gehe ich jetzt erst dahin und dann zum Einkaufen. Und meine Bestellung von Mango ist endlich angekommen. Oh mein Gott, die muss ich heute auch noch abholen. So, ich bin wieder zu Hause und mach mal ein bisschen Licht an, weil es so dunkel ist. Das Licht gefällt mir auch nicht so. Ich mache mir jetzt Kürbissuppe. Die mache ich ja richtig gerne, besonders jetzt im Herbst und Winter. Ich komme nicht klar, dass es einfach schon November ist. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ich hatte das Gefühl, vor 3 Wochen war noch Sommer gefühlt. Also nicht... Ach, keine Ahnung. Mir kommt die Zeit auch in Amerika schon so lange her vor. Es ergibt alles gerade keinen Sinn. Okay. Anyways. beim Einkaufen habe ich schon überall so Spekulatius gesehen. Ich war so, hole ich mir jetzt schon Spekulatius-Kekse, weil das ist mein Lieblings. Und ich war so... Nein, ich kaufe sie mir noch nicht. Aber ich habe überall so viele Kalender gesehen und ich will so viele Kalender haben. Ich gehe da auch in einem anderen Video noch drauf ein. Mehr, weil eine Freundin und ich schenken uns dieses Jahr gegenseitig Adventskalender und da muss ich jetzt halt auch noch ein paar Sachen für kaufen. Beziehungsweise alle Sachen, ich habe dafür noch nichts gekauft. Da freue ich mich richtig drauf und irgendwie habe ich letzte Woche irgendwo diesen Smarty Adventskalender gesehen und ich will den unbedingt haben, diesen Smarty Adventskalender. Ich esse nicht mehr Smarties, also voll selten, aber irgendwie will ich den haben. Und dann habe ich noch einen eben von Kinderschokolade gesehen. Ich habe so alle Adventskalender angeguckt. Ich so, ich will alle haben. Ja, mal sehen. Ich hole mir auf jeden Fall selber so einen Schoko-Adventskalender. Aber ich habe jetzt Hunger, deswegen kochen wir jetzt zusammen die Kürbissuppe. Naja, kochen. Ich lasse es kochen vom Thermomix, aber ich zähle es als Kochen. How much longer do I have to wait? I'm not getting.
das ist jetzt die fertige Suppe. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Aber ja, wahrscheinlich eh lecker. Ich habe meinen Mantel endlich. Morgen. Oh, den muss ich mal nochmal neu machen. Ich habe jetzt gar nicht mehr so viel gefilmt gestern, weil ich eigentlich nur ein Chilling gemacht habe. Also nicht mehr wirklich viel bei mir zu Hause. Es war Freitagabend. Ich bin aber heute Abend eingeladen, deswegen, ja. Ich gehe auf jeden Fall in den Sport, ins Gym, und zwar gehe ich ins John Reed. Das ist hier ein Fitnessstudio, was neu geöffnet hat. Also so ein, ich glaube, es gibt mehrere davon in Wien, aber das ist so eins, was irgendwie so richtig fancy ist. Und ich habe ein paar Freunde, die diese Platin-Membership haben, das heißt, man darf dann zwei Leute mitnehmen. Und von einem Freund, der Freund hat so eine auch. Und da waren wir jetzt die Woche schon mal trainieren und jetzt gehen wir halt heute Vormittag wieder hin. Und das ist halt auch ein Schwimmbad und eine Sauna und so, das ist echt heftig. Also ich versuche mal ein bisschen mitzufilmen. Das sieht echt krass aus da drin. Deswegen bin ich schon wieder excited, dahin zu gehen. Aber wir müssen jetzt los. All you want is all I got, na-na. But I got smoke in my eyes, I'm blind, blind. No time for the nonsense, nah, nah, nah. Try to smoke it away, don't take much. Oh, I got you waiting up. Okay, es ist auf mehreren Bereichen oder Etagen. Und jetzt gehe ich wieder gerade hoch. Das war mir so nötig, weil Cardio ganz oben ist und ich halt erst Cardio machen will und Bauch auch. And I'm taking my time. And you can take the high road, but instead you got some high hopes. It's 'cause I got you hitting all these high notes. But I'm a low life in love, and I'll break your heart. If you push me too far, we'll be right back where we started. Bitches said they wanna fall with me now. Used to walk on my form, I don't wanna now. I'ma hit that little bitch with a run around. Want my heart on my sleeve, now that's a hand me down. Money on my head like sativa. This ain't really, I just wanna see her. Make that bitch seem like she see her. Next morning, I don't really wanna see her. Smoking could leave her going in my head. I've been in the hills, I can't feel my face. Bitch, I be bitter, you gon' feel my pain. Stacking blue faces, I ain't good with names. Keep it all down low, baby, I ain't tryna feel no ways, no way. And you can take the high road, but instead you got some high hopes. It's 'cause I got you hitting all these high notes, but I'm a low life in love. Und jetzt trainieren und dann sind wir noch Schnitzel essen gegangen, gegenüber vom John Reed. Ist so ein, hä, wie steht der denn hier? Gegenüber vom John Reed ist so ein richtig leckeres Schnitzel drin. Und haben wir es jetzt mal gegessen. Ich bin so müde von der Sauna, dass ich jetzt erstmal einen Mittagsschlaf mache. Okay, mal ein kurzes Update von mir. Eieiei, ich sehe aus. Oh mein Gott. Ich liege eigentlich den ganzen Tag nur im Bett. Ich musste eigentlich was für die Uni machen, aber ich habe noch morgen Zeit dafür und am Montag, weil Montag habe ich keine Uni. Ich sitze gerade in der Küche mit meiner Kürbissuppe und einem Tee und ich schaue Love is Blind. Ich war eigentlich eingeladen heute Abend, aber ich denke nicht, dass ich da hingehe, weil ich ein bisschen angeschlagen bin. Irgendwie habe ich Halsschmerzen, heute Morgen habe ich es schon gemerkt. Ich kann es nicht glauben, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich darf jetzt nicht krank sein, das geht nicht. Wie fühle ich mich auch nicht danach? Also, es ist Samstagabend und ich denke mir so, eigentlich hätte ich schon Bock, irgendwie in eine Bar zu gehen oder so, aber irgendwie auch gar nicht. Ja, da meine Freunde sowieso alle Besuch da haben oder keine Zeit haben, mache ich mir jetzt auch nicht den Stress. Und ich mache jetzt wahrscheinlich gleich noch einen Kuchen. Ich habe so ein Rezept gesehen oder so ein Video auf YouTube, auf Instagram, wo jemand so einen Lemon Cake macht. Und ich habe gerade geschaut und ich habe alles dafür da. Und ich habe gerade so Lust darauf. Ja, ich glaube, den werde ich gleich noch machen.
für diese Woche. Ich mache gerade den Adventskalender, suche gerade einen Adventskalender raus für meine Mama, den ich jetzt hier bei DM Fotowelt erstelle. Und ich hoffe, dass er die Woche noch fertig wird, weil ich fliege am Freitag nach Hause. Und dann fände ich das irgendwie voll schön, meiner Mutter den Kalender persönlich zu geben, auch wenn es noch ein bisschen dauert bis zum 1. Dezember. Auf jeden Fall sieht der so aus. Das ist der. Und dann kann man, ja, der ist halt auch so Holzaufsteller und ich finde den richtig süß. Dann kann ich sich den also hinstellen. Und ich kann mir da jetzt so ein Design aussuchen. Hat eine Gesichtsmaske. Oh mein Gott, ich kann nicht mal reden. Ich habe eine Gesichtsmaske drauf. Wie süß sieht die bitte aus? Oh mein Gott, ich kann mich gerade nicht ernst nehmen. Das ist einfach die, hatte ich letzte Woche von meiner Mitbewohnerin bekommen. Und ich dachte gerade, ich probiere die mal aus. Geschminkt und jetzt muss ich noch eine Kooperation filmen, bevor ich gleich zur Arbeit los muss. Deswegen habe ich bis jetzt gewartet, dass ich mich jetzt erschminke, weil ich wirklich, mir geht es ein bisschen besser, aber so gut jetzt auch noch nicht wirklich. Ich habe auf jeden Fall hier mein Stativ hingestellt. Die genaue Perspektive habe ich jetzt noch nicht gefunden, wo ich es hinstelle, wahrscheinlich irgendwo vors Bett. Ich mache so ein Get Ready With Me und ich muss mir eigentlich so Schmuckstücke zeigen von meiner Kooperation, die in den letzten Jahren war, also check it out. Ich weiß jetzt aber gerade noch nicht genau, was ich anziehe, aber ich mache halt Get Ready With Me. aber ich habe noch kein Outfit, deswegen bin ich gespannt. Muss jetzt mal eben schnell schauen. So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr. So, ich habe jetzt nicht das ganze Video mitgefilmt bis zum Ende, aber das Endresult könnt ihr auf Instagram sehen. Das werde ich da posten. Ich habe jetzt gerade fertig gemacht und bin auf dem Weg zur Arbeit. Apropos Arbeit, ich frage bestimmt jetzt auch einige nach, aber das kann ich euch sehr weiterempfehlen. Und zwar arbeite ich momentan in der Marx-Halle hier in Wien. Das ist gerade so eine Kunstausstellung, die Monets Gartenausstellung. Und die kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Also für die Leute, die in Wien wohnen oder aus Wien kommen oder falls ihr mal in Wien seid, bis zum 22. Januar ist die noch. Würde ich auf jeden Fall mal da vorbeischauen. Die ist echt schön. Also es lohnt sich nicht, weil ich da arbeite, sondern weil sie wirklich echt schön ist. Ja. Ich werde den Vlog an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, mir geht's bald besser. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich.